Wirtschaftsprüfer sind die Schiris der Finanzwelt, aber wo kommen sie eigentlich her? Wir befinden uns im 19. Jahrhundert. YouTuber ist noch kein Beruf, die Kinder hocken nicht den ganzen Tag vorm iPad und die Jugend schuftet täglich, wie echte Männer, 12 Stunden in der Kohlemine. Denn eine neue Technologie ist in aller Munde. Die Eisenbahn. Große Eisenbahnprojekte sind das Ding der Zeit. Die industrielle Revolution ist im vollen Gange und die Welt verändert sich rasant. Die Finanzwelt ist zu diesem Zeit aber so reguliert wie Kryptounternehmen auf den Cayman Islands. Sprich, gar nicht. Wie sollen Investoren also wissen, ob ein Unternehmen legit oder Scam ist? Kluge Köpfe finden also eine Lösung. Die Bücher jedes börsennotierten Unternehmens müssen von unabhängigen Spezialisten geprüft werden. Klingt einfach wie genial. Aber die Prüfer merken schnell, dass da noch mehr drinne ist. Sie kennen ja nicht nur die ganzen Gesetze, sondern auch die Unternehmen in- und auswendig. Warum also nicht beides kombinieren und den Firmen helfen, Regeln auf legale Weise zu umgehen und so Geld zu sparen? Eine neue, viel profitablere Geschäftsbranche wird gestartet. Beratungsdienste. Und der Aufstieg der Big Four beginnt.